ist es, eine Gefährdung der Bevölkerung der Bundesrepublik auszuschließen. Ja. Ist mir doch egal, ob die Robben verkloppen oder Wale sterben. Heute will ich mich doch nur ein letztes Mal in Schale werfen. Tja, ich sag mal, es kommt und geht das Leben. Wenn die Bombe detoniert, wird es eh kein nächstes geben. Der Himmel beginnt, sich dunkelrot zu färben. Ich sitze lachend auf unserem Sofa, um zu sterben. Feuer unersättlich, hemmungslos. Ich sehe nichts, es blendet. Einmal heb ich noch das Glas und stoß an aufs Ende. Und ich sitze auf dem Sofa und denke, es hat sich gelohnt, nichts zu ändern. Denn während mich der Anschlag der Atombombe blendet, gebe ich mein Glas und den Toast auf das Ende. Ja, es ist etwas von dem radioaktiven Staub auf die Erdoberfläche gekommen, insbesondere auch auf Pflanzen. Ich lebe mein Leben nur für den Augenblick und habe keine Zeit zu weinen, auch wenn's traurig ist, dass draußen gerade alles hier in Rauch aufgeht. Verdammter Scheiß, ich drauf, denn ich habe meinen Traum gelebt und bin dadurch jederzeit bereit, einfach drauf zu gehen. Denn seit meine Mama mir mal gesagt hat, ich solle nur das machen, was mir Spaß macht. Geh ich meinen Weg auf engen, steinigen Pfaden durch ne farbenfrohe Welt, ohne sie schwarz zu malen. Und ich sitze auf dem Sofa und denke, es hat sich gelohnt, nichts zu ändern. Denn während mich der Anschlag der Atombombe blendet, gebe ich mein Glas für einen Toast auf das Ende. Im Regenwasser, das heute im nördlichen Saarland niederging, ist eine stark erhöhte radioaktive Konzentration. In meiner Sonnenbrille spiegelt sich das Ende der Welt. Und alle rennen in Deckung, doch entkommen ihm nicht los. Komm mit nach draußen, wir verbrennen das Geld und ertränken die Sorge, herzlich willkommen im Nichts. Denn die Welt liegt sowieso in Scherben, also sowieso nicht auf dem Sofa sterben. Also lasst uns unsere Gläser heben, wir feiern bis die Wände beben, bis in den Tod. Oder wollt ihr etwa ewig leben? Ewig leben, nein. Also hoch mit den Gläsern und Flaschen, erleben und tätig, Pflege verpasst, vergessen, was eine Zeit kriegt, belastet den Düsen und das bewege die Massen. Und egal wie die Zeit da steht, zeigt es einfach geht. Und ich sitze auf dem Sofa und denke, es hat sich gelohnt, nichts zu ändern. Denn während mich der Anschlag der Atombombe blendet, gebe ich mein Glas und den Toast auf das Ende. Und ich sitze auf dem Sofa und denke, es hat sich gelohnt, nichts zu ändern. Denn während mich der Anschlag der Atombombe blendet, gebe ich mein Glas und den Toast auf das Ende. Crackpot.